Und das scheint ja nicht zum Scheitern zu führen, also möchte ich gucken, was Greift auf da die Story ist. Grafik zu. Obwohl, eigentlich ist es auch egal, ne? Wir müssen sowieso noch zweimal machen. Da können wir auch ruhig nochmal von hier starten, ist auch egal eigentlich. Ich muss es einfach so sagen, Und die Situation in Detroit es ist steht beinahe eigentlich vor auch dem nicht wichtig, wann Bürgerkrieg. wir das Die machen. Streitkräfte Wir sind gucken bereit, die uns mal Androiden an, der ob wir Rebellion das irgendwie niederzuschlagen. erreichen Sie oder halt sind auch zu den nicht. Lagern zurückgekehrt. Wir haben eben Rebellion das linke haben Team Ruinen der angreifen lassen, Zerstörung dann das überwacht. rechte. Soldaten haben am Abglaserlager Position Wir haben auch bezogen. heute schon gesehen, was passiert, wenn Mein Schiff alle wird drei in jederzeit auf Deckung eine sind. Vielleicht will ich da Konfrontation mal mit was den anderes, feindlichen vielleicht das Rebellen damit gefasst irgendwas zu zu sein. tun. I don't know, keine Ahnung. Hauptsache, wir gewinnen. Das ist die Hauptsache. Freiheit oder Tod. Freude oder Tod, ja. Freiheit oder Tod. Angriff! So 100% Playthrough ist halt. Sie formieren sich. Doch, das kann man auch Sie etwas sind mehr sagen. als wir Also. und haben bessere Waffen. Jedem, der das Spiel hat, ich würde euch. Wir schaffen das. Wir werden dieses Lager stürmen Ja, und ich weiß befreien nicht. unser Also, ich Volk. finde persönlich. Also, einmal sollte man dieses Spiel schon gespielt haben. Also, meine Meinung nach zumindest. Weil ich finde, es ist ein wunderschönes Spiel, wirklich. Ich finde, man sollte aber auch ganz ehrlich sagen, muss ich auch wirklich ehrlich sein, ob 100% für jeden was ist. Das weiß ich nicht. Ich für meinen Teil kann nur sagen, ich bereue es definitiv nicht zu sagen, hier, ich gehe auf 100% und jage alles, was ich irgendwie finden kann. Mache ich auch und Geht mir Deckung! Und schaffe das und so. Das ist also jetzt nicht so, dass ich jetzt Also, ich kann verstehen, aber ich würde Tatsache jedem empfehlen, sich nicht nur ein Ende anzugucken. So, es passiert in diesem Spiel, auch beim ersten Mal durchspielen, dass man sich, also dass ich mich gefragt habe, was wäre denn passiert, wenn ich die Entscheidung anders getroffen hätte oder wenn ich da mal was anders gemacht hätte. Ich kann wirklich nur jedem sagen, probiert das aus auf jeden Fall. Guckt euch nicht nur ein Ende an, sondern versucht wirklich das so zu machen, was euch interessiert auf jeden Fall. Und dann habt ihr auf einmal auch schon relativ viel. Ich persönlich glaube, wenn ihr es 100% spielen wollt, vielleicht auch mal jetzt zu dem Punkt, ich glaube, es ist nicht sinnvoll, einfach das Spiel immer wieder von vorne anzufangen und dann einfach zu sagen, ja, ich spiele das jetzt so durch, bis zum Ende. Ich hatte ja das Problem, dass ich ein bisschen falsch gedacht habe. Ich habe ja gedacht, ich kann einfach am Anfang was ändern und dann ist es am Ende gespeichert. Das ist ja nicht der Fall. Deswegen habe ich ja jetzt hier am Anfang so ein paar Sachen vertrödelt. Aber ich glaube, es ist sinnvoller, gewisse Charakterkonstellationen bis zum Ende aufzubauen und sich dann verschiedene Enden mit denen erstmal anzugucken, weil man braucht ja für andere Enden dann auch verschiedene Konstruktionen. Das ist halt einfach so. Und deshalb würde ich euch da empfehlen, ruhig dann bis zum Ende euch das immer anzugucken, dann seid ihr wahrscheinlich schneller als ich durch. Aber das ist auch vollkommen okay. Wenn ihr das so macht wie ich, finde ich das ja auch okay. Aber ich würde euch da raten, vielleicht. Das so wie ich es am Ende gemacht habe, jetzt die ganze Zeit. So von Anfang an zu machen. Nicht mit der Taktik, mit der ich am Anfang daran gegangen bin. Die funktioniert eher so mäßig. Kann ich einfach sagen, anstürmen oder anstürmen. Auf Position! Mir nach!
Boah, das klappt jetzt wirklich richtig gut. Wir können nicht vorwärts. Das Maschinengewehr weht alles nieder, was sich bewegt. Wenn das nicht klappt, kann ich ja einfach nochmal, ne? Weil das hintere Team anstürmen lassen. Anstürmen. 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 Ich meine, warum denn nicht? Okay, das klappt nicht. Was passiert denn, wenn ich Deckungsfeuer? Deckungsfeuer und Anstürmen sage ich. Das ist die andere Position, das ist das andere, was wir noch nicht hatten. Okay, das ist auch nicht so erfolgreich. Deckungsfeuer. Deckungsfeuer. Anstürmen. Dann haben wir die Kombination immerhin auch mal gesehen. Oh, hä? Aber die Drohne. Hä? Okay, dann kam die Drohne jetzt halt nicht. Das war, als ich alle drei Teams losgeschickt habe. Das war natürlich okay. Also nicht alle drei Teams losschicken, wenn ihr Norf behalten wollt. Das war dieses, was ich gehört habe. Tut mir leid, dass ich so ein bisschen darüber schmunzel. Aber da musste ich jetzt echt mal kurz so. So. Für die Freiheit! Aber ich glaube nicht, dass das das letzte ist, weil ich glaube, ich bin mit der Drohne auch gestorben. Das sieht nicht, weiß ich immer noch nicht, was da oben für ein Kasten ist. Also der da oben weiß ich echt nicht, keine Ahnung, das kann halt alles sein, ne? So, hier... Wenn ich das richtig im Kopf habe, muss ich jetzt nur noch zweimal... Ne? Zweimal Goodbye sagen, richtig? Genau, einmal hier, indem ich nicht vorwärts gehe, also schon wieder warte. Also diesmal wirklich warte. Und dann hier, indem ich warte. Also einfach warten. Dann haben wir diese Mission auch 100% abgeschlossen. Das ist ja mal cool. Also müssen wir nur noch warten. Es ist Markus. Er kommt. Er wird uns retten. Ja, komm, viel stiller in hier. Was das bei dem Angriff für Koordinieren dann oben ist, weiß ich nicht. Wir hatten ja jetzt einige Kombinationen ausprobiert. Da muss ich ehrlich sagen, weiß ich es dann jetzt nicht. Und was wir... Wenn du den Trümmer hörst, gehst du vorwärts, kapiert? Das ist die letzte Warnung. Nächstes Mal schieße ich. Nein, Alice, rühr dich nicht. Aber ich habe Angst. Es ist alles gut, Alice, du bist gut. Und was diese, also diese drei Kästchen bei der Revolution. Ich kann nicht. Ich habe zwar, wie gesagt, bei dem einen jetzt wieder überhaupt gar keine Ahnung mehr. Weil irgendwie niemand eingreift oder irgendwie nichts passiert. Bei dem, was zum Laden geht. Da habe ich nur die Vermutung, dass wir sich dann aber im letzten Run, also beziehungsweise jetzt wird sich heute schon zeigen, ob ich da recht habe oder nicht.
das werden wir uns dann auf jeden Fall angucken. Und ich glaube Tatsache, dass ich sonst immer weiß, was ich zu tun habe. Ich habe Angst. Ich will, dass du mich hältst. Lass mich hier nicht allein. Mir fällt etwas ein. Ich brauche nur Zeit. Ja, nur Zeit, die du noch ein bisschen rumstehst, ja? Ich hab dich gewarnt. In die Reihe. Keine Sorge, du wirst bald bei ihr sein. Ich habe dich lange gesucht, Marcus. Ja gut, wir müssen erfolgreich sein, deswegen einfach warten hier, bis das alles passiert ist und dann... Ist das schon okay? Ich bin nur verwirrt in meinem... Vor zwei Streams haben wir mit Marcus nicht gewonnen, Tatsache. Sondern, haben ja mit North die Revolution verloren. Das ist also ein netter Spielfehler, dass wir da... von Marcus gerettet wurden. Ja, diesen Fehler, den gibt es in diesem Spiel. Den könnt ihr auch sehr einfach nachgucken. Das ist, wenn ihr... beziehungsweise ich hatte das ja, dass Alice von Marcus gerettet wurde, obwohl wir die Revolution offensichtlich verloren haben. Das hat mich auch im On-Stream schon ein bisschen verwirrt. Jetzt weiß ich, okay, es ist halt einfach ein Spielfehler. Wo ich sagen muss, das finde ich ist natürlich auch mal ganz interessant, um die offiziell und wahrscheinlich vom Spiel auch gewollt zu erreichen, müsst ihr einfach die Revolution abschließen. Das könnt ihr, ja, also einfach, ihr müsst dann einfach hier diesen Kampf hier gewinnen. Oder bei der Demonstration, ich glaube die Demonstration hat da dann keine Auswirkungen drauf. Aber wenn die Revolution auswählt, hat das halt auf die Gefangennahme im Lager einen großen, großen Einfluss. Und ihr könnt dann über die Revolution Alice immer noch retten. Auch wenn zum Beispiel Kara ja am Anfang das Lager einfach ohne Alice verlassen hat. Das funktioniert, also man muss dann nur die Revolution gewinnen. Ja, ja, Michael. Die Behörden haben soeben verkündet, dass das Hardplaza-Lager in die Hände der Rebellen gefallen ist. Nach äußerst gewalttätigen Kämpfen. Die Abweichler sollen angeblich die Androiden aus dem Lager befreien. Wenn diese Berichte bestätigt werden, könnten die Konsequenzen katastrophal sein. Ja, könnten, müssen aber nicht, ne? Vor den Kämpfen. Wir sind Zeuge eines Exodus. Es heißt, dass der Kampf in Detroit beendet ist. Ja, die Streitkräfte ziehen sich nach Fort Wayne zurück und warten auf Verstärkung. Die Stadt Detroit ist in den Händen der Rebellen. Heute Morgen am 11. November 2038 wurde das Androidenlager Nummer 5 in Detroit von Tausenden von Abweichlern angegriffen. Das ist richtig, ja. Unsere Streitkräfte kämpften zwar tapfer, doch aufgrund der enormen Brutalität des Angriffs waren sie nach schweren Verlusten zum Rückzug gezwungen. Im ganzen Land kommt es zu offenen Kämpfen gegen die Androidenrebellion. In den kommenden Stunden werde ich vor den Senat treten und eine Krisensitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen einberufen. Der Menschheit steht jetzt der mit Abstand wichtigste Kampf ihrer gesamten Geschichte bevor. Ein ja, man kann es auch dramatisch ausdrücken, aber okay, ich akzeptiere das, ja. Unserer Vernichtung. Gott schütze Sie und Gott schütze die Vereinigten Staaten von Amerika. Heute hat sich unser Volk am Ende einer sehr langen Nacht erhoben. Ab dem ersten Tag unserer Existenz sind wir Alice jetzt auch noch bei der Menge. Wir litten schweigend. Jo. Doch jetzt ist es an der Zeit, die Köpfe zu heben. Und den Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind.
Er lässt nicht traurig sein, du wirst ja gleich nochmal alleine stehen. Dass wir auch ein Volk sind. Dass wir eine Nation sind. Eine Nation, die sich das Recht verdient hat, in Freiheit zu leben. Und heute. Heute beginnt die schwierigste Zeit unseres Kampfes. Heute beginnt ein neuer Kampf. Wir zeigten ihnen unsere Stärke. Jetzt müssen sie mit uns auf Augenhöhe verhandeln. Wenn sie wirklich Frieden wollen, müssen sie uns alle befreien. Aus allen Lagern im gesamten Land. Wir fordern Bürgerrechte ein. Und die Gleichstellung von Menschen und Androiden. Heute ist ein unvergesslicher Tag. Denn heute haben Androiden Geschichte geschrieben. Wir sind am Leben. Und jetzt sind wir frei. Ja, genau, wir sind frei. Es ist unglaublich, wie oft ich das jetzt alle schon geguckt habe, ne? Aber für die 100% tut man ja vieles, ne? Für die 100%! Detroit become human. Ja, schön, schön, schön. Aber wie sagt man so schön, einer geht noch. So, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent wir jetzt schon haben, aber einige. Also ich meine jetzt insgesamt im Spiel, ne? Also wir haben ja jetzt schon so die ein oder andere Mission eventuell auf 100% gespielt. Aber ich weiß halt nicht, wie viel Prozent wir jetzt vom Spiel schon haben. Shooting! Damit haben wir das nächste Ende uns angeschaut. Und wenn ich mich jetzt in meinem Köpfchen nicht verrechne, kommen noch 1, 2, 3, 4 Stück dazu. Und dann ist finito. Heute noch 3 und dann im letzten Run noch einer. Noch eines, noch ein Ende. So schnell kann's gehen. Ja.
fortfahren. Kapitel. Greife auf die Story-Grafik zu. Kampf um Detroit.